Hallo und willkommen zur City Gardening Academy. Heute gibt es ein neues Update, was alles so passiert ist. Wir haben ja die alten Gewächshäuser abgerissen und haben hier komplett neue hingebaut, wie ihr seht. Möchten wir euch einen kleinen Einblick zeigen, was alles so passiert ist, wie die Umbauarbeiten waren, wie die neuen Häuser jetzt aussehen, wie wir die alten Weinstöcke, die wir euch vorgestellt haben, in die neuen Häuser reingebaut haben und was es alles rundherum so noch gibt. Ja, wie ihr seht, haben wir zwei neue Gewächshäuser gebaut. Zwei in Klarglasoptik und eins mit Doppelstichplatte in Matt. Die werden wir euch in der nächsten Folge noch genauer vorstellen. In zwei unserer Gewächshäuser hatten wir Weinreben drin. Die haben wir aus den alten Gewächshäusern rausgenommen, haben die dann in unseren Mammutsack Fließsack eingepackt, damit er die kalten Übergangstage im März, April jetzt noch überlebt, während wir die Häuser abgebaut haben, die neuen aufgebaut haben. Jetzt sind die neuen Häuschen hier oben drüber gekommen, neuen Gewächshäuser. Jetzt gehen wir gleich daher und würden dann diesen Fließsack entfernen, um dann den Wein wieder freizulegen und ihn schön das neue Haus einzusetzen. Haben wir den Mammutsack entfernt, den Fließsack entfernt. Der Wein ist wieder komplett freigelegt, ist noch im Gerüst eingebettet. Als nächsten Schritt müssen wir den hier quasi abnehmen und müssen den oben an den Querbalken des Gewächshauses fixieren, damit er dann im Frühjahr wieder schön aufschlagen kann. Er hat ja hier schon einige Knospen auch gebildet, also hat es gut überstanden. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben euch einen kleinen Einblick heute rund um den Gewächshauspark wieder gegeben. Es gibt demnächst viele neue Videos, viele neue Informationen, alles rund um Garten, Gewächshäuser, Anzucht und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like oder abonniert unseren Kanal. Macht's gut!